Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Ich habe seit dem letzten Video, in dem ich über die Memes von No Hate Speech Deutschland hergezogen bin, diesen Artikel hier von der Süddeutschen Zeitung gefunden. Endlich richtig widersprechen. Mit Rechten reden? Geht. Mit Sexisten auch, wenn sie ein paar Dinge beachten. Trainieren sie mit dem interaktiven Streitbot. Und ich dachte mir, das klingt doch absolut wunderbar. Ich möchte unbedingt wissen, ob ich richtig mit Rechten und Sexisten reden kann. Das heißt, ich werde heute mal mit euch zusammen diesen interaktiven Streitbot der Süddeutschen Zeitung ausprobieren. Einfach mal gucken, was hier so zu holen ist. Also, ich habe lieber einen Mann als Chef, weil die meisten Männer nicht so zickig sind. Immer diese Ausländer. Wir sind in Deutschland, hier spricht man Deutsch. Und jetzt sitzen sie da, wissen nicht, was sie sagen sollen und sagen nichts? Und ärgern sich im Nachhinein mehr über ihr Schweigen als über die Provokation? Das geht vielen so, aber Populismus und Vorurteile verlangen nach Widerspruch, nach Diskussion, nach Streit. Die SZ hat auch deswegen Projekte wie die aktuell laufende Werkstatt Demokratie ins Leben gerufen. Weil gesellschaftliche Fronten sich verhärtet, okay, das sieht an einem Rechtschreibfehler aus, Hass und Hetze zugenommen haben. 30% der Wähler sind in einer Studie zufolge populistisch eingestellt. Rechte Politiker provozieren im Bundestag und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes vermeldet einen Anstieg der Anfragen um etwa 70%, vor allem wegen Rassismus und Sexismus. Okay, das liegt also auch auf gar keinen Fall daran, dass die Antidiskriminierungsstelle ein eigener aktivistischer Verein geworden ist, mehr oder weniger. Ich meine, wenn man sich mal deren Twitter-Präsenz anschaut, sind die nicht viel besser als irgendwie, keine Ahnung, die SPD oder der Spiegel oder so, twittern halt über irgendeinen Scheiß, der eigentlich keinen Menschen interessiert. Aber gut, guck mal, das klingt doch alles wunderbar. 30% der Wähler sind einer Studie zufolge populistisch eingestellt. Was auch immer das für eine Studie sein sollte. Komm, schauen wir nochmal. Wird die verlinkt? Populismusbarometer 2018, okay. Das sieht nach verdammt viel aus. Müsste ich mir irgendwann mal angucken, mache ich nicht jetzt. Aber immerhin. Dass mal was verlinkt wird tatsächlich, ist eine angenehme Überraschung. Aber schauen wir doch mal. Sogar der Bundespräsident sah sich genötigt, in seiner Weihnachtsansprache dazu aufzurufen, doch mehr miteinander zu sprechen und sich gegenseitig zuzuhören. Das würde sich auch Melinda Tamas wünschen, die zu politischer Bildung und Antidiskriminierung forscht. Okay. Eine Frau, die forscht? Pah, lächerlich. Sie bietet auch Argumentationstraining an, die immer mehr Zulauf haben. Okay, Argumentationstraining. Jeder Einwand ist besser als keiner, sagt sie. Aber man kann auch lernen, geschickt und gelassen auf diskriminierende Aussagen zu reagieren und konstruktiv darüber zu diskutieren. Da bin ich aber wirklich, wirklich gespannt. Also, ich bin wirklich gespannt, was wir dazu hören kriegen. Wie das gelingt, können Sie auch direkt ausprobieren mit unserem interaktiven Trainer. Können Sie online für schwierige Situationen im Alltag üben. Wir haben dafür auf Basis tatsächlich so gefallener Sätze zwei beispielhafte Szenen entworfen. Stellen Sie sich vor, Sie wären mit folgender Aussage konfrontiert. Wie reagieren Sie? Okay, hier geht's los. Sexismus im Job. Sie kommen in die Teeküche, wo sich gerade zwei ihrer Kollegen unterhalten. Sie holen sich ein Glas Wasser und sind eigentlich schon am Gehen, als sie zufällig einen Satz aus dem Gespräch der beiden anderen aufschnappen. Also ich habe lieber einen Mann als Chef, weil die meisten Männer nicht so zickig sind. Okay. Ich sehe nicht, was daran jetzt auszusetzen wäre an dem Satz. Ich meine, ich kenne tatsächlich keinen einzigen Mann, den ich pauschal als zickig bezeichnen würde. Also, naja, wie auch immer. Sie wollen das nicht so stehen lassen. Das ist eine Prämisse, mit der gehe ich nicht überein. Ich würde das tatsächlich so stehen lassen, aber ja, Süddeutsche Zeitung, ich gehe da einfach mal mit. Wie reagieren Sie? Klicken Sie auf eine der drei Antwortmöglichkeiten und lesen Sie, was die Expertin dazu sagt. Okay, Antwortmöglichkeiten. Wie sexistisch bist du denn? Gut, dass du kein Chef bist. Nicht so zickig wie Frauen? Ach komm, das ist doch einfach nur ein dummes Klischee. Zickig? Ah ja, und woran erkennt man deiner Meinung nach eine Zicke? Ich halte es nicht für sexistisch, deswegen fällt A eigentlich mal raus. Nicht so zickig wie Frauen, das ist doch einfach nur ein dummes Klischee.
Es ist ein dummes Klischee, da würde ich sogar tatsächlich mitgehen, aber es ist ein wahres Klischee, also ist es auch ein dummer Einwand. Zickig Eier, woran erkennt man denn deiner Meinung nach eine Zicke? Ich glaube, das ist am ehesten das, was ich da sagen würde. Also von allen drei ist es am ehesten das, was mir am wenigsten widerstrebt. Schauen wir mal. Das sagt Expertin Melinda Tamas. Konkrete Nachfragen sind immer gut. Sie öffnen das Gespräch und deeskalieren. Auch wenn Ihnen der Kollege es nicht gerade leicht macht. Wobei ich muss zugeben, allein schon diese Frage kommt schon ziemlich zickig rüber. Zickig? Ach, und woran erkennt man deiner Meinung nach eine Zicke? Das ist so ein Einwand. Also, da würde mein Respekt für wen auch immer das sagt, würde instant fallen. Also ich habe gerade schon das Gefühl, dass Frauen zum Beispiel empfindlicher sind. Okay, das ist, finde ich, keine sexistische Aussage. Selbst wenn man da mitgehen würde, dass es sexistisch ist zu sagen, dass Frauen generell empfindlicher sind, aber es ist ja auch nur, ja, ich habe den Eindruck. Also, ich meine, wenn er den Eindruck hat, was ist daran auszusetzen? Ich meine, es kann ja gut sein, dass der Eindruck durch ein spezifisches Beispiel gerade entsteht. Ich meine, dann ist es ja kein, so gesehen nicht sexistisch, sondern einfach nur falsch. Wie auch immer. Und wie reagieren Sie jetzt? Wählen Sie eine der drei Möglichkeiten. Quatsch. Solche Vorurteile tragen dazu bei, dass Frauen selten in Führungspositionen kommen. Bei den größten Unternehmen zum Beispiel ist nur jedes 12. Vorstandsmitglied weiblich. Solche Vorurteile also. Wobei, doch tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass so Vorurteile auch einen Teil dazu beitragen. Also kein relevanter Teil, aber vielleicht doch ein Teil, ja. Alle Frauen? Das ist doch ungerecht. Wie würdest du denn reagieren, wenn ich dich als zick und empfindlich bezeichnen würde? Meh. Das ist so ein Nein-Du-Argument. Finde ich nicht gut. Ach, deine Mutter auch und deine Freundin? Hattest du überhaupt schon mal so eine empfindliche Zicke als Vorgesetzte? Ach Gott, das kommt alles so kindisch rüber. Ich glaube tatsächlich gefällt mir dann das erste am besten. Ich meine, wenigstens komme ich da nicht rüber wie ein kompletter Vollidiot. Ja, oh geil, das 12. Vorstandsmitglied sogar verlinkt. Das würde ich mir auch mal ganz gerne angucken. Aber, ah ja, guck an, direkt neuer Tab. Es geht vor, ah nee, komm, fick dich, vergiss es. Gut, dass Sie Ihren Standpunkt klar machen und dem Kollegen aufzeigen, er zu weit geht. Wunderbar, ihr Schreiberlinge. Faktenargumente können helfen, allerdings kommen sie mit Zahlen nicht unbedingt weiter, weil sich das Gegenüber mitunter belehrt fühlt und mit falschen Behauptungen kontert. Darum geht's doch gar nicht. Jetzt komm, bei uns wird doch keine Frau mehr diskriminiert. Das ist keine falsche Behauptung, Melinda Tamas. Keine Ahnung, was das jetzt soll, aber also ich meine, klar, es kann sein, dass es in dem konkreten Beispiel eine Lüge ist und dass bei denen im Betrieb Frauen tatsächlich diskriminiert werden. Allerdings ist ja dann auch die Chefin eine Frau. Also kann das ja eigentlich irgendwie nicht so richtig sein. Und außerdem hat er tatsächlich recht. Darum geht's tatsächlich nicht. Ich sympathisiere tatsächlich gerade mehr mit der Opposition hier als mit mir selbst in dem Beispiel. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber genau das machst du doch gerade. Was für ein Bullshit. Wie ignorant muss man denn sein, das nicht zu merken? Was für ein Quatsch, ey. Das tut er doch überhaupt nicht. Wo ist er denn gerade am Frauen diskriminieren? Ich meine, ist die Tatsache, also anzuerkennen, dass keine Frau diskriminiert wird, ist das allein in sich selbst schon diskriminierend? Oh Mann, und das soll wirklich in der Realität so vorgekommen sein? Ich habe ja so meine Zweifel. Ach, weißt du das von der Gleichstellungsbeauftragten? Nur weil du es nicht mitkriegst, heißt das nicht, dass es nicht passiert, okay? Okay, also der Betrieb gefällt mir auch schon mal nicht. Und dass Sexismus in diesem Betrieb vorhanden ist, das wird tatsächlich durch die Existenz eines Gleichstellungsbeauftragten oder von einer Gleichstellungsbeauftragten impliziert. Ich glaube, ich gehe hier mit, weil das andere ist so, man wird emotional und ich werde nicht so gerne emotional in so einer Diskussion. Weißt du das von Gleichstellungsbeauftragten? Nur weil du es nicht mitkriegst, heißt nicht, dass es nicht passiert. Ich meine, ich denke mal, wenn man das Konzept eines Gleichstellungsbeauftragten nicht, wie ich, für komplett absurd hält, ist es tatsächlich keine schlechte Entgegnung. Da gehe ich mit.
echt provokant, aber mit Irritationen kann man einen verfahrenen Gesprächsverlauf oft aufbrechen und das Gegenüber reagiert entsprechend irritiert. Haben wir überhaupt jemanden für Gleichstellung? Sollte man eigentlich wissen, glaube ich. Nein, aber wir bräuchten mal jemanden. Ich kann dir bei Gelegenheit mal erzählen, warum. Oh Mann. Warum muss ich mich als so jemand identifizieren in diesem Beispiel? Warum kann ich mich nicht auf die Seite des bösen Sexisten schlagen? Das finde ich, ist ein schlechtes Rollenspiel, muss ich sagen. Soweit ich weiß nicht, aber ich merke auch, wann eine Aussage sexistisch ist. Ich mail dir mal ein paar Artikel und Statistiken zum Einlesen. Wir bräuchten, keine Ahnung, ich finde beides bescheuert. Aber hier, guck mal. Hier sucht man wenigstens mal den Draht. Ich meine, eine Mail mit Statistiken und Artikel, die liest sich halt eh keiner durch. Also ich glaube tatsächlich, einen Draht zu suchen ist tatsächlich das Beste, was man machen kann. Ja, okay, wir können mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, guck mal, direkt deeskaliert. Ich bin der Meister der Argumente. Sieht man doch hier ganz offensichtlich. Sie haben konsequent gekontert und auf Verallgemeinerungen und Vorurteile hingewiesen. Ja, es ist eine Verallgemeinerung und ein Vorurteil, aber es ist beides wahr, meiner Meinung nach. Also, naja. Das Gespräch hätte einen negativen Verlauf nehmen können, den Sie mit Ihrem Rückfragen abgewendet haben. Mit Ihrem Vorschlag am Ende gehen Sie auf den anderen zu und lösen die Situation gut auf. Vielen Dank, Melinda, vielen Dank. Aber Sie können ja mal schauen, was passiert, wenn Sie weniger offen reagieren. Hallo, ich bin die Offenheit in Person. Ich bin zwar wahrscheinlich laut Melinda Tamas ein böser, widerlicher Sexist, aber ich bin ein offener, böser, widerlicher Sexist. Das finde ich wunderbar. Nee, ich werde es nicht nochmal machen. Ich habe gewonnen, also leck mich. Kann ich jetzt hier weitermachen? Ah ja, hier. Zweites Beispiel. Also, ich bin sehr stolz auf mich erstmal, dass ich das erste Beispiel so wunderbar gemeistert habe. Aber gehen wir mal zum zweiten jetzt. Rassismus im Alltag. Sie sitzen in der Bahn. Eine Frau in Hörweite telefoniert in einer fremden Sprache. Der Mann neben ihnen wird unruhig. Sein Gesichtsausdruck verhärtet sich, bis er schließlich ausspricht, was ihm offenbar durch den Kopf geht. Immer diese Ausländer. Wir sind in Deutschland. Hier spricht man Deutsch. Okay. Das klingt tatsächlich nach einer dezent rassistischen, beziehungsweise nicht direkt rassistischen, aber schon fremdenfeindlichen Aussage. Wobei ich aber auch hier schon wieder meine Zweifel habe, dass es tatsächlich so jemand sagen würde. Aber gehen wir einfach mal davon aus. Sie wollen das nicht so stehen lassen. Warum will ich das nicht so stehen lassen? Warum soll ich die Leute nicht sagen lassen, was sie wollen? Wie auch immer, wie reagieren Sie? Klicken Sie einfach auf eine Bla. Die Frau telefoniert, lassen Sie sie gefälligst in Ruhe. Wieso denn lassen Sie sie in Ruhe? Er hat sie doch nicht mal angeredet. Er hat das doch einfach nur festgestellt. Ich meine, ist ja nicht so, dass er ihr jetzt direkt auf die Eier gehen würde oder auf die Eierstöcke gehen würde. Wo ist denn das Problem? Guck mal, das klingt einigermaßen zivil. Das sage ich, wo ist denn das Problem? Wer nichts sagt, stimmt zu. Deswegen ist es gut und wichtig, auf solche Parolen, wo ist das denn bitte eine Parole? Deutlich zu reagieren, ja gut, okay, doch, ich denke, man kann das schon so deuten. Deutlich zu reagieren. Eine Rückfrage gleich am Anfang kann die Situation entschärfen. Und der Gesprächspartner gerät unter Zugzwang, wie seine verallgemeinernde Antwort zeigt. Okay, ich meine, die Begründung von Melinda hier würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie falsch ist, aber ich meine, ich hätte jetzt, wo ist denn das Problem, hätte ich allein schon gesagt, weil es einfach das, ja, Normalste ist, was man sagen kann. Ich meine, sich direkt schon so krass darüber aufzuregen, wie hier in der anderen Möglichkeit, dieses, lassen Sie sie gefälligst in Ruhe, das ist doch völlig überzogen. Ich meine, wer reagiert denn bitte so? Aber gut, wer nach Deutschland kommt, sollte sich unserer Kultur anpassen. Okay. Also, ja. Ich sehe nicht so richtig, wo das verallgemeinernd ist. Ich meine, wo ist das denn bitte falsch? Ich meine, ja, wer nach Deutschland kommt, sollte sich unserer Kultur anpassen. Oder sie zumindest tolerieren. Aber ganz ehrlich, wo ist das denn bitte eine realistische Antwort auf das, was ich gesagt habe? Ich meine, der Typ hier oder der Rassist hier hat gesagt, dass man hier Deutsch sprechen sollte. Was, naja, ich meine, also sehe ich nicht unbedingt zu. Ich meine, nehmen wir jetzt mal
als Beispiel, ich meine, er weiß ja nichts über diese Frau. Es könnte ja genauso gut sein, dass es einfach nur eine Touristin ist oder so. Deswegen ist das ja allein schon eine völlig behinderte Aussage. Aber dann zu meinen, wer nach Deutschland kommt, sollte sich unserer Kultur anpassen, das passt doch überhaupt nicht in diesen Kontext rein. Also irgendwie, wer auch immer diesen Streitbot hier gemacht hat, ich glaube, der hat nicht so richtig geblickt, worum es überhaupt geht. Wie reagieren Sie jetzt? Wählen Sie wieder eine der Antwortmöglichkeiten. Ah ja, und deshalb wollen Sie eine Deutschpflicht in der Bahn einführen, so ein Blödsinn? Wer will denn bitte eine Deutschpflicht in der Bahn einführen? Ich meine, anzuerkennen, dass man, ich meine, wenn man in Deutschland lebt, nehme ich erstmal an, ist der Kontext, oder was er damit sagen wollte, dass man, wenn man in Deutschland lebt, Deutsch können sollte, das ist doch eigentlich super vernünftig, oder nicht? Also ich sehe nicht, wo das irgendwie rassistisch sein soll. Und von der Deutschpflicht redet hier niemand. Und ist es schon unangepasst, dass mal nicht in Deutsch gesprochen wird? Warum ist Ihnen das denn so wichtig? Guck mal, hier hat man doch sogar tatsächlich einigermaßen normale Sachen. Das ist tatsächlich, also das würde ich tatsächlich vielleicht auch so sagen. Also ich würde wahrscheinlich noch irgend sowas sagen wie, woher willst du wissen, dass sie überhaupt hier lebt? Woher weißt du, dass sie nicht hier im Urlaub ist oder so? Aber ich meine, an sich finde ich das sehr passend. Schauen wir mal. Ihre Nachfrage hat immerhin bewirkt, dass ihr Gegenüber sich ein wenig zurücknimmt. Sich um Verständnis bemühen ist immer gut. Ha, no shit. Das sollte man echt mal irgendwelchen Schreiberlingen von der Süddeutschen sagen. gerade in einer angespannten Situation wie dieser. Wo ist diese Situation bitte angespannt? Die soll so reden, dass man es versteht. Wer weiß, was sie da erzählt? Was für ein Bullshit, ey. Was für eine Fingerpuppe die hier kreiert haben. Ich glaube einfach nicht, dass irgendein Mensch so redet. oder sowas sagen würde. Na gut, okay. Was die Frau am Telefon erzählt, geht sie doch gar nichts an. Das stimmt. Ja, was glauben Sie denn, was sie erzählt? Komm, ein bisschen auf die Schippe nehmen ist doch immer gut, oder? Ein bisschen auf die Schippe nehmen. Sie fragen wertneutral nach. Das ist eine gute... Oh, dankeschön. Gute Entscheidung. Auch wenn erstmal genau das zurückkommt, was Sie befürchten. Ein noch übleres... Oh, ich bin echt gespannt. Ein noch übleres Vorurteil. Vor allem ist, finde ich, voll geil, wie die Leute von der Süddeutschen und Melinda hier offensichtlich schon wissen, was ich befürchte. Aber gut, aber jetzt wird wenigstens klar, worum es eigentlich geht und was das Gegenüber motiviert. Und darauf können Sie im Anschluss eingehen. Da bin ich ja mal echt gespannt, was jetzt kommt. Was weiß denn ich, was sie da ausheckt? Ich meine, die sind doch alle kriminell, diese Ausländer. Besonders die Asylanten. Was für ein Schwachsinn, ey. Ich meine, erneut. Er kann ja nicht wissen, dass die nicht einfach da im Urlaub ist oder so. Ich meine, irgendwie, das könnten doch Leute genauso sagen, wenn man irgendwie nach Spanien oder so in Urlaub geht, können sie auch sagen, diese Ausländer, die sollen gefälligst Spanisch sprechen. Oder irgendwie so in die Richtung. Und ich meine, die sind doch alle kriminell, die Ausländer. Ich meine, wie kommt man denn bitte darauf? Wie kommt man denn bitte auf sowas? Nur weil die Frau nicht Deutsch spricht, auf dieses Statement, die sind doch alle kriminell, die Ausländer, what the fuck? Wie kommt man denn darauf von einer Person, die einfach nicht Deutsch spricht? Aber gut, mal gucken, was gibt's hier? Das ist doch Unsinn, schauen Sie mal in die Kriminalstatistik, ob einer zum Verbrecher wird, hat nichts mit Herkunft zu tun. Okay, das wäre eine offene Lüge, das würde ich never ever so sagen. Ich meine, die Kriminalstatistik zeigt genau das, was er sagt. Natürlich nicht, dass alle Ausländer kriminell sind, aber ich meine, es untermauert schon eher meinen Punkt, eher seinen Punkt als diesen hier. Das ist ein plumpes Vorurteil, oder mal im Ernst. Wer wäre schon so blöd, in der Öffentlichkeit ein Verbrechen zu planen? Na, das ist kein schlechter Einwand, tatsächlich. Mit wem wird sie schon telefonieren? Mit ihrer Schwester, ihrem Mann oder Kollegen? Wie wir halt auch. Und was meinen sie eigentlich mit Ausländern und Asylanten? Nur weil sie eine andere Sprache spricht? Hui, das sind zwei nicht allzu schlechte Einwände. Tatsächlich. Ich kann mich hier tatsächlich nicht so richtig entscheiden. Ich meine, nur weil sie eine andere Sprache spricht, ist richtig. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie eine Asylantin ist oder so. Das heißt allerdings schon irgendwo, dass es eine Ausländerin ist. Also, nee, ich glaube, der ist mir noch ein bisschen vernünftiger hier, der Einwand. Mal gucken.
Sie benennen das Vorurteil klar als solches. Das ist gut. Und noch besser... Sorry. Das ist gut und noch besser, dass sie mit einer provokanten Nachfrage kontern. Denn ganz offensichtlich weiß ihr Gesprächspartner jetzt keine Antwort. Darum geht es doch jetzt gar nicht. Das stimmt zwar, dass es darum nicht geht, aber dann wiederum ist auch nicht, dann wiederum zieht es gegenüber sich hier auch komplett aus dem Arsch, dass sie irgendwas aushecken würde. Also, ich meine, also der Rassist hier hat es ja erst auf diese Ebene gehoben, deswegen, naja. Da haben sie recht, aber worum geht es denn dann? Sie wissen doch selbst nicht, worum es ihnen geht. Hm? Nee, das ist mir ein bisschen zu, wie sagt man, ein bisschen zu überheblich und ein bisschen zu aggressiv, sage ich mal. Ich bin da ein bisschen moderater, ein bisschen entspannter. Schauen wir mal. Da haben sie recht, worum geht es denn dann? Ach, egal. Ihm hat's offensichtlich die Sprache verschlagen. Auch wenn es schwerfällt, sie suchen gemeinsame Standpunkte. Sehr lobenswert. Oh ja. Das sollte man, wie gesagt, das sollte man echt mal so einem Schreiberling bei der Süddeutschen sagen, weil ich meine, was die zum Teil hier aufschreiben, das ist, hat mit gemeinsamen Standpunkten nicht viel zu tun. Ihr Nachfragen kann dem Rassisten außerdem vor Augen führen, dass er sich vergaloppiert hat. Hat er in dem Fall tatsächlich. Da will ich die Leute, die es geschrieben haben, auch gar nicht mal unbedingt verurteilen für. Sie haben eine schwierige Situation durch freundliches, aber bestimmtes Nachfragen gut eingehegt und gleichzeitig den anderen Fahrgästen gezeigt, dass Rassismus nicht unwidersprochen bleibt. Wenn Sie wissen möchten, wie der Mann auf provokantere Reaktionen reagieren würden, beginnen Sie nochmal. Okay, zugegeben, ich hätte nicht erwartet, dass ich beide Situationen direkt lösen würde. Ich hatte ein bisschen auf ein bisschen absurdere Sachen gehofft. Aber ja, zugegeben, es war nicht ganz so schlecht, wie ich erwartet hatte. Ich hatte echt mit richtigen Cringe gerechnet. Auch wenn beide Situationen irgendwie komplett unrealistisch sind. Also ich kaufe niemanden ab, dass jemand tatsächlich so, keine Ahnung, so beschränkt ist wie diese beiden Beispiele hier. Aber okay, also haben wir jetzt also gelernt, wie man tatsächlich richtig Sachen kontert und wie man richtig mit diesen bösen Hetzern redet. Gucken wir mal, was steht denn hier noch sonst noch so? Beim kurzen Wortwechsel mit Fremden in der Öffentlichkeit ist es schwierig, inhaltlich vorzudringen. Wichtig ist hier vor allem die Solidarität mit der Angegriffenen und die Vorbildfunktion. Wie sie mit populistischen oder rassistischen Aussagen umgehen, hängt also nicht nur von ihren Zielen und ihrer Beziehung zueinander ab, sondern auch von der Situation. Professor Hufer hat ein Training... Okay, ich habe keine Lust, das jetzt alles durchzulesen. Jedenfalls, wir haben jetzt gelernt, wie man richtig widerspricht und wie man gegen böse Sexisten und Rassisten vorgeht. Ja, tatsächlich... wie gesagt, ist die Aussage dahinter, beziehungsweise das Erfolgsrezept ist tatsächlich ein relativ gutes, finde ich. Also, dass man tatsächlich weniger auf Konfrontationskurs geht und einfach ein bisschen, ja, moderater bleibt. Dass er einfach ein bisschen seinen Kopf bewahrt und einfach mal ein bisschen, ja, Verständnis sucht. Weil man kann ja mit diesen Leuten tatsächlich reden. Ne? Man kann mit jedem irgendwo reden. Und ich glaube tatsächlich selbst, dass das einfach das Erfolgsrezept ist. Dass man halt einfach durch richtige Kommunikation einfach, ja, Brücken baut, sage ich mal. Und dahingehend find ich das hier tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich meine, natürlich sind die Beispiele ziemlich, sagen wir mal, ideologisch eindeutig. Aber naja. Ich meine, die Prinzipien, die man daraus nehmen kann, sind tatsächlich keine schlechten, finde ich. Und genau. Damit wären wir hier durch. Danke fürs Zuschauen. Macht doch diesen Test einfach auch nochmal und sagt mir, ja, was ihr davon haltet. Ihr werdet bestimmt andere Sachen nehmen als ich. Andere Möglichkeiten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was bei euch so rausgekommen ist und ob sich mein Eindruck bestätigt hat, dass es im Grunde, ja, im Grunde keine schlechte Sache ist. Also ich wäre mal gespannt, was so passieren würde, wenn ich ein paar ätzendere Sachen hier angewählt hätte. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr dazu. Und ich denke mal, das Video ist auch so schon lang genug. Also, ja, freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.